So komplett umgebaut ist? Das hat sich, sag ich mal, im Laufe der Zeit so ergeben. Original waren rein 6-Zylinder drin. Okay. Da habe ich dann halt auch angefangen, dieser frühen Form des Hot Rodding, ich kriege halt eine Ansatzbrücke mit zwei Rochester-Doppelvergaser in der rein 6-Zylinder. Und man muss sich einfach vorstellen, im heutigen Straßenverkehr, der hat nur zwei Gänge im Automatikgetriebe und hat so einen rein 6-Zylinder-Block in der Mitte so einen kleinen Vergaser. Mhm. Der lief mit 10 Litern, ohne Frage, ist ja kein Thema. Aber wenn du einfach nach Kreuzung gestanden bist, das Pedal runtergetreten, dann kommt das 21, 22, 23, wenn er letzten Zylinder Sprit hatte, fuhr der Wagen dann los. Beim heutigen Straßenverkehr kannst du es vergessen. Na, dann fing das halt an, Ansaugbrücke dran an den Reihensechser mit zwei Vergasern, Fächerkrümmer. Ging dann, war zu fahren, dann ging irgendwann die Nockenwelle kaputt. Und ich habe gesagt, okay, war ich leid, weil allein die Nockenwelle für den Reihensechser sollte über 1000 Dollar kosten. Also für den, ich habe mir mal überlegt, den zu verkaufen, weil wir jetzt Nachwuchs gekriegt haben. Unter 30. Sieht schön.